Mach ja. Lächeln. Wir empfangen als erstes das Prinzenpaar der AWO. Ich bitte um Einzugsmusik. Bei uns wird das Prinzenpaar am 11.11. gewählt, per Los. Und dieses Jahr hat die beiden das Los getroffen. Prinz Waldemar und Prinz Rita. Hervorragend. Wir möchten aber auch die Betreuer vorstellen. Das ist zum einen Anne Grober und Klaus Vianden. Jawohl. Und unsere Prinzessin, die hat natürlich auch was vorbereitet, ein kleines Gedichtchen. Das möchtest du jetzt mal vortragen. Ich gebe ihr mal das Mikro. Jetzt kommen wir von mir auf ein herzliches Kölle Allah. So, als Prinzenpaar stehen wir hier bereit, die Regentschaft zu übernehmen, und zwar zu zweit. Wir sind Rita und Waldemar, das AWO-Prinzenpaar, und grüßen hier die Narrenschar. Wir stehen hier in diesen tollen Kleidern und sollen sie als Prinzenpaar erheitern. Einige Gäste begrüßen wollen, wobei ich sagen muss, es ist relativ schwierig, hier in der ganzen Menge Einzelpersonen zu benennen. Deshalb werden wir es jetzt erstmal so lange bei dem belassen, was wir so an Einrichtungen da haben. Also wir begrüßen natürlich auf jeden Fall erstmal die Aktiven des heutigen Tages. Das sind alle diejenigen, die mit den Solitäten aus der Karnevalsgesellschaft hier hingekommen sind. Dann begrüßen wir
so wie eben, nochmal besonders die Kinder und alle Gäste, die heute hier sind, herzlich willkommen. Dann das Bürgerzentrum Chorweiler. Und die Vertreter der Vereine im Kölner Norden, der unzähligen Vereine, die auch hier sind. Und wir freuen uns, dass ihr alle da seid. Vertreter bzw. Begleitpersonen Barbara Jussen und Jan Maurer. Vorstellabend zusammen. Da ich fürstelle, das ist meine Prinzessin Jennifer. Und das ist mein Prinz Henry. Wir zwei Dunde soll Rocke, da seht ihr gleich von der Socke. Wir Dunde die Schlache und Viere und keine Zick an lange Rede verliere. Meinst du nicht, wir müssen Lüg doch jetzt sagen über unsere Hobbys und was wir da aneinander sagen? Das ist eine gute Idee, aber ich bin bang, sonst wird die Rede entweder so lang. Ich stell mich eins einfach für und er steht jetzt keiner vor der Tür. Ich bin die Jennifer und komme aus Pech. Nur nützt traurig aus der Wäsch. Ich schläfe auch wieder nur für ein Protokoll. Pech gar nicht nur zur Schuld. Na und, da verdammt sich bei der Escher Mädchen und Junges. Das ist ihm bisher ganz gut gelungen. Dafür tun ich bei Wilmers Pens im Schulchor singen ab. Das ist so blieb, der Date zickt sich ja all wieder her. City Center! Prinzenpark, Chorweiler. Ja, gleich mal kräftig. War ja wunderbar, was uns hier. Geben, ne? Der ist verheiratet und hat zwei Kinder, keine Hoffnungen. Drei Kinder, ja, wer hat mir denn dann die zwei Kinder hier irgendwie untergeschoben? Ja, also, und der Prinz, der wohnt in Auweiler, hat aber ein Autohaus in Eschpesch, sag ich mal, so im Übergangsbereich, ne? Da arbeiten auch alle drei. Die sind nicht nur im Vergnügen vereint, sondern auch in der Arbeit. So, dann haben wir den Bauern, das ist der Bauer Karl Lewandowski. Der ist zwar unverheiratet, aber irgendwie schon in festen Händen, auch da schon wieder nichts. Ne? Haben wir natürlich noch was ganz Besonderes. Ihre Lieblichkeit, die Jungfrau Charlotte Karl Dirk Schmidt. Bitte schön. So was haben wir lange nicht gesehen. Von einer ganz anderen Ecke hier in Deutschland. Und da gab es wohl eine ganz große neue Angelegenheit in Esch. Und zwar durfte der Prinz anscheinend auch schon mal außer Kölsch natürlich ein bisschen seinen Heimatdialekt pflegen. Und vielleicht kriegen wir eine kleine Kostprobe, dann wissen wir alle, was es so ist. Danke. Also wie ihr wisst, komme ich aus Sachsen, nicht aus Köln. Aber ich denke, ich habe die richtige Schnitz, so wie der Kölsche halt eben so ist. Und ich freue mich mit ich heute zusammen zu vieren, wie der Kölsche sagt. Ich
Geräusch hier war? Stadtbezirk Chorweiler? Alle! Der Prinz hat uns was Wunderbares mitgebracht als Kindertanz vor der großen Karnevalsgesellschaft. Das ist auch nicht recht simpel. Ich bin ja schon immer der Knackigste. Ende der 60er Jahre, da konnte ich noch, oder durfte schon Fernsehen gucken, da gab es eine Kinderserie mit Peter René Körner und die hatte einen Hund. Und dieser Hund hieß Wuschel und den habe ich schon mein Leben gerne gesehen und auch imitiert. Und daher habe ich den Namen Wuschel bekommen. Und den hast du zu deinem Prinzennamen gemacht. Eine wunderbare Geschichte. Auch eben habe ich schon mal gefragt, wie sieht es aus? Wann läuft in Wollen der Rosenmontagszug? Traditionsgemäß fängt der Zug Rosenmontag an bei uns an um 10 Uhr. Dann trägt man durch den Dörp und es sind alle herzlich eingeladen, dahin zu kommen und den Zug zu bestaunen. Ja, das ist wunderbar, da werden sicher auch viele kommen. Du hast jetzt einen großen Hofstaat mitgebracht und da bin ich vielleicht ein bisschen überfordert, alle richtig vorzustellen. Aber du hast auch einen richtigen Doktor mitgebracht, nicht nur einer, der das meint zu sein. Und das ist auch dein Prinzenführer und deswegen übergebe ich dem einfach mal ein Mikrofon, damit er den Hofstaat vorstellen kann. Ja, vielen Dank, Pastor Dorben zusammen. An dieser Stelle ganz kurz die Vorstellung des Hofstaates. Wie schon erwähnt, natürlich in der Mitte unser Prinz Wuschel der Erste, Wolfgang Jansen. An seiner Seite, nicht nur auf dieser Bühne, sondern auch im richtigen Leben, seine Gattin Andrea Jansen. Schon ganz früh fing es bei ihm an, komm woher auf der Welt. Da hätten sie Papp in Ochians mit Fäden große Kühe gestellt. Hier wohnt Herr Groß, macht viel hin mit und eines ist gewiss, ne schöne schlaue Singe ist für ihn et allerbest. Mit Kind und Ehefrau und Mann, ja mir der faste Lobend an, in Boringe, da ist doch noch, sind wir verrückt, wie jedes Jahr ist Prinz Wuschel mit von der Partie, ja dann gibt es Freud wie nie, ist Prinz Wuschel mit von der Partie, ja dann geht ihr lang. Thank you.
Bauern Frank Dünnwald. Frau Marina Marek Büttner. Was auf und da denk ich an dich, Marina, du kleine, zauberhafte Ballerina. Bist du meine süße Karamia, aber du doch gehst ganz kalt an mir vorbei. Letztes Jahr, denn letztes Jahr kam ja aus Lommerich das Damendreigestirn. Aber trotzdem ganz, ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns natürlich, dass das Dreigestirn aus Lommerich zu uns kommt. Und Sie sind dieses Jahr ganz besonders mit einer Feier versehen, 75 Jahre alte Lunke. Und zwar, jetzt muss ich noch mal gucken, also 75 noch nicht Ries, das ist Blau-Wies. So, das ist das Motto dieses Jahr. Die drei kann man eigentlich sich nur im Team vorstellen, denn das ist alles das, was ich hier so immer rausgekriegt habe. Die sind schon lange befreundet, die fahren zusammen in Urlaub, die haben gemeinsam die Idee entwickelt, hier das Dreigestirn mal darzustellen. Ja, und dann sind anscheinend auch alle drei noch musikalisch. Und jetzt müssen wir einfach mal gucken, was die uns jetzt hier noch zu bieten haben. Aus Lommerich, oder wenn ihr sagen würde, aus Lunke. Wir drei sind stolz darauf, dass unsere Gesellschaft, die KG Blau-Weiß Alt Lunke von 1936 e.V., uns durch die Seele schickt, um Spaß und Freude zu verbringen, getreu unserem diesjährigen Vereinsmotto 75 Nonnen Gries, das ist Blau-Wies. Wir wollen mit euch zusammen dafür sorgen, dass unsere Fastenlehre auf Kölsch blieb. Wir brauchen keine Ballermann, wir brauchen noch keinen Kabarettisten auf der Bühne. Wir wollen, dass kölsche Sprache und kölsche Töne erhalten werden. Auch soll unsere Fastenlehre bezahlbar bleiben. Ein Fest von der Lüge für die Lüge. Und wenn ich hier so eine Runde höre, dann merke ich, hier springt das Kölsche nach uns nach vorne auf der Bühne. Und da kommen wir an und dafür sind wir hier. Wir wünschen euch viel Spaß im Karneval dieses Jahr mit unserem Dreistellungsmotto: Rot und Wies ist die Fahne unserer Stadt. Doch unser Herz schlägt für Blau-Wies. Wisst ihr nicht, was da für nötig? Kölsche Firmen sind Rot und Wies. Ein Zeichen von. Was? Ein Zeichen vom FC, ein Zeichen deutscher Einigkeit. Doch Lunkesförbe sind Blau-Wies, ein Zeichen von Einigkeit. Dreimal Lunke, ja. Kölle, ja. City Center Chorweiler. Ja. Dankeschön. So. Jedes Jahr dasselbe Spiel, der Karneval ist neu. Die Lunke am Überlegen sind der Weg. Doch uns nächstes Jahr, wer hält noch jetzt auf Tradition? Wer hätt ein kölsches Herz? Blau-Wies und das mit Leidenschaft, ne richtige kölsche Fest. Je, wenn ich Prinz in Lunke, mein Auge sind am Funkle. Ich bin der Grund vom Vierer, dafür ob ich nicht studiere. Der Spaß steht an erster Stelle, schließe je mit Kamelle. Ich selber immer wieder lieb.
denn jede Gans und Schwarz, die wir kennen, von mir gestören, die deutsche Land. Können wir uns so, ich glaube, wir haben heute hier unser jüngstes Kinderdreigestirn an diesem Nachmittag. Und ich möchte, dass wir dieses Kinderdreigestirn nochmal ganz, ganz herzlich begrüßen mit einem dreimal Kölle. 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 So, und das Kinderdreigestirn, da haben wir den Prinzen Marlon den Ersten, Marlon Scheer. Den Bauer Lisa Flores. Und der Höhepunkt ist natürlich wieder ihre Lieblichkeit, die Jungfrau Alessia Wagner. So, und begleitet wird das Kinderfreigestirn aus Lange-Rhein-Kassel-Kasselberg von den Müttern, die stehen hier hinten. Direkt weiter auf der Bühne, denn Sie haben es ja schon mitbekommen, das Programm hier geht Schlag auf Schlag. Es kommt folgt wirklich ein Highlight nach dem anderen. Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei den Tollitäten aus dem Kölner Norden, dass Sie so gerne bereit waren, uns hier beim Programm zu unterstützen. Ich hoffe und bitte Sie gerne noch einen Moment auch hier zu verweilen, mit uns gemeinsam den weiteren Verlauf hier zu gestalten. Denn jetzt hinter mir haben Sie schon aufgebaut. Zum ersten Mal hier bei uns im City Center. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Die Neppeser Nagsühle heißen Sie mit einem herzlichen Klatschmarsch. Willkommen, die Neppeser Nagsühle im City Center Köln-Vorweiler. Herzlich willkommen.